Ja, sind wir dem Doktor entkommen. Und der Wahnsinn geht natürlich wieder weiter. Hier bei Outlast. Ne, wir sind vom Doktor abgehauen. Der ist erst tot. Der wurde im Fahrstuhl eingequetscht. Und ja, wir wissen es offenbar. Wir sind durch eine brennende Cafeteria durchgegangen. Wir müssen dort das Wasser ab. Also das Feuer löschen mit den ganzen Ventilen. Dann waren wir hier drinnen. Haben diese Beine gesehen, die hier gerade schon am Waschen sind. Hier im Blutbad. Mr. Fetty ist wieder da. Den Priester haben wir gesehen, die müssen wir draußen treffen. Ja. Das ist die letzte Ausgangssituation. Ich weiß gar nicht, ob der Fette noch da ist. Ein Ventil haben wir schon umgelegt. Die Sprinkleranlage. Das Problem ist halt, wir müssen noch das zweite Ventil finden. Und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und auf der anderen Seite, gucken wir mal. Oh, shit, ey. Der Fett ist also doch noch da. Hallo, Mr. Fetty, hier bin ich. Er sieht mich wieder nicht. Jetzt ernsthaft dahin, wo ich jetzt eigentlich, glaube ich, auch hingehen wollte. Ich habe nämlich keinen Plan, wo das zweite Ventil ist. Scheiße, ich gucke jetzt mal hier drüben nach. Was haben wir denn hier? Ist? Ach du Kacke, er war das alles. Ja, mit Kopf. Ja, so die ganzen Köpfen, das ist halt so eine Sache. Da kann eigentlich nur er dran schuld sein. Oh, wir sind hier richtig. Durch. Na, Gott sei Dank. Oh, shit. Der kommt das hier rein, ne? Mal verstecken. Oh. Ja, das ist bisher noch kein einziges Mal hier gefunden, tatsächlich. Scheiße, hier ist ein Gestöhne wieder. Und der durchsucht die Spindel in diesem Raum. Ich glaub's ja echt nicht. Wir müssen an sich jetzt wieder zurück, ne? Denn durch diese Küche hat der Typ ja gesagt, in diesem brennenden Raum. Aber wir müssen erstmal lebendig vor Mr. Fetty abhauen hier, ne? Das ist ja das Problem. Ach du Scheiße, das wird gar nicht mehr so einfach werden. Ich würde gerne gucken, was noch in den anderen Gängen noch alles ist. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht kann ich wieder raus oder soll ich noch hier drinnen bleiben? Geh mal raus. Da gibt es keine Tür. Saft? Noch eine Batterie oder sowas hier hinten. Ja, wir haben eigentlich einen Scheiß hier hinten. Kacke, ey. Mal schnell wechseln, bevor der Typ kommt. Aber hier hinten? Da oben nicht. Hier haben wir gar nichts. Aber ich höre ihn wieder. Shit. Wo bin ich denn nicht in dieser Ecke? Der ist hier hinter, ne? Alter. Scheiße, wird er mich jetzt doch finden? Da komme ich nicht weiter, aber wo der Fette in diesem Eingang war, da würde ich gerne nochmal reingucken. Da ist er. Alter. Nein. Nein, er hat mich, er hat mich. Nein. Lass mich. Oh, schönes Gesicht. Alter. Ich renne da mal, ne? Oh mein Gott. Es war einsperren.
würde gerne schnell hier gucken. Oh, warte mal, erstmal verstecken. Ich habe sein Gebrüll wieder gehört. Ja, alleine? Ich habe keine Ahnung, da war doch gerade noch eine Stimme oder ein anderes Atmen. Nein, ich wollte keine Batterie wechseln, ich Idiot. Oh, Kacke. Scheiße, aber er ist wieder hier. Ich weiß, dass wir hierhin gerannt sind. Och nee, jetzt kommt er hierher. Guckt er jetzt hier rein? Ich würde gerne gucken, ob hier Dokumente sind oder nicht. Wenn du so nett wärst, Mr. Fetti. Ich hoffe, er geht in diesen anderen Gänge da hinten rechts wieder rein. Das wäre... War mal eindeutig noch nicht gewesen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich jetzt hier kein Dokument gefunden. Shit, ey. Nicht meine Batterie oder sonstiges. Da war noch ein Spind. Wir sind da vorne wieder hin. Ah, hier ist eine Batterie. Sehr gut. Wäre der Bereich total sinnlos. Enten ist er. Ist die Frage, wo geht der lang? Okay, er geht hier vorne lang. Noch eine Batterie auf dem Tisch, aber... Keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, der ist in die Wäscherei wieder reingegangen, oder? Mach mal Tür. Scheiße. Der hat die, glaube ich, aufgebrochen, oder? Oh. Steck mich lieber nochmal. Der kommt aber schnell locker wieder rein hier, oder? Das sollen wir offenbar Vater Martin draußen treffen. Ich hau ab. Alter. Junge, dieser Fette, ne? Was? Da hinten ist er. Oh Gott, ich hoffe, der lässt uns erstmal wieder einen Ruf in der Zeit. Offenbar hier durch. Alter. Was war der Typ schon wieder? Oh mein Gott. Das war der, den wir im brennenden Raum gesehen haben. Oh mein Gott. Hat sich also da versteckt. Na, sieh mal einer an. Oh mein Gott. Okay. Alter, dunkle Räume. Lass das. So gut. Errungenschaft freigeschaltet, gebildet. Das ist die erste Errungenschaft, die ich hier freigeschaltet habe in diesem Let's Play. Bei dir könnte ich echt denken, dass der frustrierte Kettensäger hier am Werk war. Ich bin mir nicht so sicher, ne? Der aus Whistleblower, dieser Kannibale. Den habe ich ja immer so genannt. Finger.
Oder ist es unser Doktor gewesen? Das wissen wir nicht. Dr. Schnibbelwurst. Keine Ahnung, wie ich den nenne. Schon gesagt. Verdammter Scheißort. Aber ich habe meinen. Aber immer noch diese Finger übrig. Ja. Das war der Doktor gewesen, 100 Pro. Ach, wir sind ja auch in der Küche, wo er uns auch weggeschleppt hat hier, ne? Stimmt. Aber hier sind wir nämlich hochgekommen, dann hat er uns nämlich dahin geschickt. Jetzt fällt mir das wieder ein. Dass nicht der frustrierte Kettensäger war das, sondern der Doktor. Da geht's halt in die Hölle runter. Wo diese aggressiven Leute wieder waren. Aber da kann ja der Zund doch rausgekommen sind, ne? Sollen wir den ernsthaft draußen treffen? Der wird da aber nicht sein. Den werden wir erst viel später, glaube ich, sehen. Ah, ja, genau. Da sind wir nämlich wieder. Autsch. Da liegt anscheinend auch noch ein alter Witter. Zwei Batterien? Wow. Ist der denn überhaupt hier runtergekommen, der Typ? Ich weiß es gar nicht. Schere vom Doktor sich auch nicht mehr. Lange vom Bett. Oh ja. Eieiei. Jetzt müssen wir ernsthaft rausgehen. Da war es zu kalt und er sehr frisch auf jeden Fall ist. Wo finden jetzt noch eine Batterie hier? Was ich aber ein bisschen bezweifle. Warte, ich will ja auf einmal gar nicht mehr raus, ne? Ich nehme erstmal eine frische Batterie. Technische Störungen überall. Kaputte Monitore, da ist noch meine Akte. MKUltra-Programm CIA Mori. Was die CIA? Log, Nummer, bla bla bla. Seiten 1, 5, 9 Auszüge. An Akte. Sonderprojekt Bluebird. Erstens. Oder I, keine Ahnung. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, in Klammern, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafhypnosen, Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens, können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Findet eine Schlafhypnose genau? Ja, das sind so Fragen, die man, glaube ich, nicht wirklich beantworten kann. Suche Vater Martin. Boah, wir sind schon mit diesem in scheiß Innenhof schon wieder, ne? Da hinten ist er, glaube ich. Der ist der Einzige, der hier mit Taschenlampe rumrennt. Soll man denn hier draußen was sehen können? Das geht doch gar nicht. Da haben wir auch noch irgendwas. Ich das so schnell ist, wie es nur geht, wieder rein, bitte. Wir müssen noch einen Schlüssel dafür finden. Oh, Kacke, ey. Oh nein. Der Bowrider. Das war der Bowrider gewesen. Der steigt hier immer noch wild durch die Anlage. Oder fliegt durch die Anlage. Okay, was haben wir hier? Den Schlüssel. Und eine Batterie. Oh nein. Da sind wir, glaube ich, gekommen.
Ja, junger Mann. Genießen Sie das Wetter. Was haben wir hier? How alive are you? Weiß es nicht. Ich kenne nicht einmal deinen Namen. Aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Dass du nicht im Selbstmitleid und der Angst verfällst. Dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen. Es ist fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Neger einzuschlagen. Ach, jetzt muss ich wenn Outlast 2 wieder denken. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Da haben wir was mit einer Kreuzigung selber erleben müssen. Mit Gollum und seinen Freunden, ne? Wir wissen noch. Okay, hier komme ich anscheinend gar nicht weiter. Wir müssen dann doch in den Schuppen rein. Wenn ich den irgendwo finde. Oh, scheiße. Der Warrider. Ist das ein Schuppen? Ja, da geht's hin. Okay, sehr gut. Ja, mal rein hier. Alter Schwede. Habe ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich dachte, da wäre wieder der Warrider gewesen. Alter, ey. Was sieht das überhaupt hin eigentlich? Da durch? Alter, 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 Alter. Alter. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Der hat auf mich da drin gewartet. Oh Scheiße, das wird nicht besser. Erstmal die Notiz. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich hab den Warrider gesehen. Ja, das war er. Da wird diese komische Musik wieder an, ne? Shit, ey. Okay, ich muss anscheinend da hoch. Aber ich gucke erstmal, ob wir hier noch irgendwas haben. Boah, das bei dem Wetter, ne? Da würde ich gerne eher lieber wieder reingehen. Weil der Warrider hier draußen rumlungert. Aha. Aber ich glaube, das Ding werden wir sowieso noch ganz häufig sehen. Was klettert durch die Bäume, habe ich so das Gefühl. Na, hier hoch. Alter. Vorsicht, Blitze. Wir sind auf dem Dach. Super. Oh. Hallo, wer bist du? Wir genießen auch erstmal das Wetter. So, das ist ein sehr schönes Wetter heute. Alter, oho. Okay, ich muss, glaube ich, da rein, ne? Au! Ja, ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Okay, erstmal. Hallo? Achso, hier hoch. Ey, ich sehe gar nichts. Wieder wunderbare Kletterpassagen. Ach du Scheiße, und das im Dunkeln, ey. Es ist natürlich die Frage, wo müssen wir überhaupt hin? Weil da drüben geht es weiter, hier geht es weiter. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier müssen wir weiter. Und dann gehe ich nochmal auf die andere Seite. Hier will mir nochmal so ein Dokument oder was weiß ich was. Komm gar nicht zurück. Scheiße. Okay, dann müssen wir anscheinend doch dahin.
Oje. Oh, Hilfe. Autsch. Er bleibt tot, ne? Das ist einer dieser Wachmänner. Ja, bleib mal da liegen. Ist, glaube ich, besser so. Oh shit, erstmal aufladen. Alter, ey. Ich will wieder rein. Aber noch Müllsäcke. Ach so, hier. Es speichert. Ach so, das ist die Lampe. Ich dachte schon, wer der Vater Martin. Ja, ich muss auch raus hier, aber ganz dringend. Okay, da geht es schon mal nicht rein. Ach du Scheiße, wie soll ich denn wieder reinkommen? Dass hier sich auch noch Leute rumtreiben bei dem Wetter, ey. Nee, so dick ich garantiert nicht hin, das kannst du vergessen. Mach ich das schnell, jetzt gehst du hier wieder rein, aber. Kannst knicken. Okay. Also ich trau mich gar nicht an diese Männer überall ranzugehen, also. Ja, warum sollte ich auch, ne? Da ist noch eine Batterie für mich. Dann gehe ich mal. Oh. Oh Scheiße, was ist jetzt los? Ach, Mr. Fetti ist wieder da. Alter, hier draußen? Wo ist denn überhaupt hin? Was ist das hier? Ach, man kann sich hier drin verstecken, also sieh mal da an. Hier wird er mich nicht finden, oder? Alter, wo muss ich denn überhaupt hin? Hier draußen passieren gerade Dinge. Man sieht den Warrider, dann sind hier noch irgendwie andere halbnackte Männer hier draußen, dann dem, also dem man nicht zu nahe kommen sollte. Dann ist auch Mr. Fetti wieder hier draußen. Alter, was kommt denn noch alles, ey? Sollen wir noch Vater Martin finden, der anscheinend doch wieder drin ist oder so? Keine Ahnung. Also ich sag mal so, hier draußen ist er jedenfalls nicht, ne? Scheiße, ey. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Typ ist, ne? Ich sehe gar nichts, ey. Muss ich da hinten hin? Geh mal da hin, also ganz leise. Psch. Alter, ich höre den. Okay, anscheinend muss ich da hin. Ich glaube, wir haben ihn abgeschüttet, oder? Ich hoffe es mal. Es war aber nicht das letzte Mal, dass wir den gesehen haben. Was knistert die ganze Zeit in den Bäumen drin, ne? Jetzt aber die Frage, wo kommen wir hier überhaupt hin? Ich hab keinen Plan. Au! Hätte ich sie hin. Wenn Mr. Fetti kommt, das nicht hinterher. Wir einen Putzebaum probieren. Ich glaube, ich muss dahin, oder? Ich glaube schon, ich gehe mal dahin. Boah, eine Hoffnung, dass ich. Opa, nein! Scheiße! Ja, schon wieder, ey. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Anscheinend muss ich doch dahin, aber.
Alter, renn, renn! Okay, rein da. Alter, da kam es, da fährt die doch nochmal vorbei. Was macht der denn in der Frauenstation, bitte? Aber es gibt ja nicht mal mehr Frauen in dieser Anstalt. Nur der Herr Glasken wollte welche haben. Deswegen hat er die halt, ne? Frauen gemacht und... Alter. Was ist denn das, bitte? Wo Mr. Fett, die haben wir mal wieder abgeschüttet zum 30. Mal mittlerweile. Ah, die muss da hin, ernsthaft? Was haben wir hier? Frauenstation. Alter, der Typ ist da drinne. Muss da rein. Jo, Mr. Fett, die werden wir gleich wiedersehen, habe ich so das Gefühl. So viel Blut im Wasser. Kann es riechen. Als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Halte auch schon nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ja, mich juckt das auch schon überall. Was hat das denn gerade? Alter. Ach, da muss ich rein. Da sieh mal an. Da war noch ein Rollstuhl. Irgendwas schlecht die ganze Zeit uns hinterher hier draußen. Da war noch eine Batterie. Also seitdem wir hier draußen sind, höre ich irgendwas die ganze Zeit immer in den Bäumen. Es würde irgendjemand von dort aus beobachten, habe ich so das Gefühl. Aber ich gehe jetzt mal rein hier. Alter. Und ich sehe gerade, ich müsste die Folge beenden. Da kommen wir nicht hin. Okay. Ich glaube, Vater Martin werden wir, glaube ich, auch gleich sehen. Ist da also... Oh. Da ist er. Soon! This way! Revelation is at hand! Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Alter, ey. Der Typ rennt doch die ganze Zeit nur vor uns weg. Was anderes. Ah ja, aber ich würde mal sagen, wir machen im nächsten Part weiter, nach einer turbulenten Reise in den Garten. Dann werde ich wieder drin. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder und bis dann, ne? Ciao, ciao.